So, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen Limbo weiter. Und ja, das letzte Mal sind wir fast öfters gegrillt worden. Achso, wir sollten noch abspringen, ne? Geht's gleich weiter hier. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie ich das denn dann am besten mache. Also das Ding rollt ja auf mich zu. Dann rolle ich es ein bisschen zurück. Ah, ich wollte noch schnell draufklettern. Ja, okay. Sekunde. Weil wir müssen irgendwie... ja, da drüber und... Ah, nein! Fast. Ich hätte ihn noch ein Stück weiter rausschieben sollen. Na, immer noch nicht. Na, dann kommen wir nochmal hoch. Okay. Wir haben ja Zeit. Ah, das war definitiv... Nee, das wird nicht. Das sehe ich jetzt schon. Ich nehme alles zurück. Ich nehme wirklich, wirklich alles zurück. Ich freue mich. Oh Gott. Nein, ich nehme nicht mehr alles zurück. Hilfe! Jetzt steht wieder alles Kopf. Oh Gott. Oh Gott. Hä? So. Oh nein, ich höre die Kugel, ich höre die Kugel. Oh Gott. Entschuldigung. Oh, irgendwie ist es so extrem laut heute. Nicht laute heute. Oh. Okay. Ich sehe halt auch nichts. Deswegen ist es so ein bisschen gemein. Ah, ich glaube, ich hätte schon längst abspringen müssen. Oh. Also, das ist so laut. Ich habe echt den Eindruck, das ist so extrem laut. Jetzt kann ich das natürlich nicht leiser stellen. Ich sehe nix. Mach Licht. Ich sehe immer noch nix. Oh. Ich hab's wieder verpasst. Jetzt werden wir wieder zerquetscht. Hallo, lauf doch weiter. Ich komme da nicht hoch oder ich bin zu blöd dafür. Ah, ich hätte noch ein bisschen warten müssen. Oh nein. Hä? Wo muss ich denn da hinspringen? Huch. Entschuldigung, ich muss mich ab und zu mal so räuspern. Sagt man das? Räuspern? Räuspern? Jetzt muss ich erst mal überlegen. Ja, ich muss wahrscheinlich unten lang. Wenn ich den jetzt dann einfach runterwerf, kann ich ja dann unten lang, oder nicht? Oder doch, oder nicht, oder ja, oder nein, oder ja, oder nein. Ja, okay, war richtig. Ein Erfolgserlebnis.
Ich hatte heute bis 17 Uhr Schule. Ich bin jetzt ganz froh, dass ich jetzt zum Ausgleich an meinem PC sitze. Was ist das unter mir? Ich würde mal sagen, das ist ein Maschinengewehr. Ich mache jetzt ganz kurz einen Cut, weil ich muss den Ton leiser stellen. Das ist so laut. Bis gleich. So, und schon bin ich wieder da. Und wir können weitermachen. Also, das Ding kann mich einfach mal voll zerfetzen. Ja geil, wo muss ich denn dann hin? Der schießt ja gleich auf mich. Uah! Muss ich nochmal zurück? Habe ich irgendwas übersehen? So, vielleicht? Weil die Kiste komme ich ja. An die Kiste komme ich ja jetzt nochmal ran. Da hoch komme ich auch nicht mehr. Okay. Es gibt kein Zurück mehr. Soll ich die wohl auslösen und wieder zurückspringen? So. Ja, das hat jetzt sehr viel gebracht. Ach, ich glaube, ich kann es mir denken. Wow. Komm schon. Ja, die macht jetzt die kaputt, oder? Hä? Warum nicht? Okay. Ja, also komm, ne? Ist die jetzt kaputt? Die ist immer noch nicht kaputt. Warum ist die noch nicht kaputt? Ich dachte, die geht vielleicht kaputt. Jetzt hat. Ah, doch, okay. Jetzt ist alles eine Frage des Timings. Hoch mit dir, hoch mit dir. Und lauf, und lauf, und lauf. Ach ja, ist das schön. Es gibt nichts Besseres, als wenn man einen stressigen Tag in der Schule hatte. Einfach am PC zu sitzen und in Anführungsstrichen nichts tun zu müssen, außer das, was man will. Und das ist halt spielen. Oh, das ist cool. Ja, wie, das hört wieder auf. Das ist ja langweilig. Hallo, und warum fliegen wir nicht? Ich will vielleicht auch fliegen. Muss ich erst mal gucken. Wir müssen dann nämlich da wieder hochspringen. Aber wie komme ich denn da dann wieder hoch? Ich sollte vielleicht auch so hingehen. Damit es schön runterrutschen kann und ich ganz schnell Zeit habe. Genau, jetzt fliegt es dahin. Jetzt halten wir es auf. Mit unserer unglaublichen Manneskraft. Okay, das klingt irgendwie total bescheuert einfach. Oh Gott. Ja, super. Bin total happy. Und jetzt? Ich weiß ja nicht mal genau, wo ich lang muss. Ich dachte, ich muss da hoch.
Na, dann gehen wir doch noch mal runter und gucken, was dann passiert. Ich weiß es gar nicht genau. Werden wir jetzt nach oben geschossen? Hey, ach so, dann geht es hier nach oben. Ah, und hier muss ich das rüberziehen. Okay. Ich weiß, was ich machen muss. Das ist immer sehr beruhigend, wenn ich dann kapiere, okay, das und das, so und so muss ich das tun. Dann fühlt man sich nicht ganz so doof. Okay, jetzt springen wieder hoch. Versuchen uns zu beeilen. Lauf vorwärts. Ja, okay, wir haben es geschafft. So. Wenn wir dann und da hier ganz schnell, dann kommen wir da auch hoch, denke ich, hoffe ich. Aber nee, wie wollen wir denn da hochkommen? Müssen wir den anderen auch noch holen? Huiung. Haben wir überhaupt noch einen? Wir haben, glaube ich, gar keine Kiste mehr, oder? Naja, nur die, aber die brauchen wir ja. Naja, mal gucken, wie die. Ach so, ich muss mich vorher draufstellen, dann fliegt die wahrscheinlich auch hoch. Uah! Oh Gott, ich dachte jetzt schon, wir werden so volle Kanne zerquetscht. Wieder einen Lastenaufzug. Mal gucken. Nee, das sieht wieder so kompliziert aus. Aber bitte nach oben! Ach, schon wieder so ein Gewehrding. Ich sehe schon, was ich machen muss. Ah, bespringt. Nein! Vorher runter. Es war alles geplant, ja, weil ich dachte mir, ich kann auch nicht gleich beim ersten Mal alles richtig machen. Das wäre ja dann voll langweilig. Ne? So wollte ich es eigentlich haben, aber. Ach. Dann eben jetzt. Ah, oh, da ist ja noch eine. Ah, nee. Ah! Die Kiste schützt mich. Sehr nice. Vielen Dank, Kiste. Wow! Ich dachte mir schon, warum ist da so ein Loch? Ich habe den, diesen, ja, Faden, diese Schussrichtung gar nicht gesehen. Und was bist du da? Was soll das? Okay. Und was machst du? Nein, wie cool. Ah, ich muss mir eh die Kiste holen, das weiß ich jetzt. Aber ich warte jetzt noch mal kurz. Jetzt sterben wir wahrscheinlich, wenn wir runterfallen. Oder wir fallen gar nicht runter. Was total cool ist. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, wie ich den Part nenne. Und zwar alles steht Kopf. Warte noch kurz und dann lasse ich es fallen. Hui! Oh, aber da komme ich ja jetzt gar nicht hoch. Wie mache ich das denn jetzt? Ach so, ich hält. Der hätte einfach oben bleiben können, glaube ich, ne?
Mensch. Na, das ist ein bisschen zu weit. So, ne? Jetzt muss ich halt echt das richtige Timing erwischen. Oh. Und sowas bin ich ja so gut. Sarkasmus? Jetzt war ich schon zu langsam. Hä? Ach nee, ich komme ja... Hä? Nee, kapiere ich nicht. Wie komme ich denn jetzt dann da hoch? Huch. Oh ja, jetzt stehen wir doch mal richtig cool. Na gucken, ob wir dann jetzt da runterfallen. Dum, dum, dum. Wie es sich aber noch so kurz festhält. Oh, wir müssen da raus, sonst werden wir gleich zerquetscht. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Oh Mann. Das hat jetzt sehr weh getan. Oh Mann. Das war jetzt so dumm einfach. So dumm. Hä, und jetzt? Okay, jetzt dachte ich, ich bin schlau und ich weiß es, aber nein, ich weiß es doch noch nicht. Ich möchte einfach bitte so weiterlaufen. Ich will auf dem Kopf bleiben. So. Hä, wie muss ich das denn jetzt? Ich bin schon manchmal so ein kleiner Depp. Was sowas angeht, was eigentlich einfach ist, aber ich kapiere das einfach nicht. Also, mir ist schon bewusst, dass ich auf die Dinger irgendwie draufklettern muss, ja? Mit Hilfe der Kiste. Und dass das irgendwas mit Timing zu tun haben wird. Weil sonst wäre da nicht oben und unten. Aber irgendwie... Ich probiere es jetzt dann nochmal so und schaue, dass ich das so hinbekomme. Aber nein, ich war ein bisschen doof. Eine kleine bisschen. Ja, das geht, aber da komme ich ja dann immer hoch. Ich bräuchte noch eine. Kann ich bitte noch eine haben? Ich weiß nicht, was ich mit der Kiste mache. Schalalalala. Ja, jetzt hau ich mir den Kopf an. Wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt so, wenn ihr das Let's Play anguckt. Hä, ist doch voll einfach. Was hat die denn? Ja, das wüsste ich auch gern. So komme ich nicht hoch, keine Chance. Ich wollte mal kurz testen, ob das funktioniert. Meine Strategie ist vollkommen aufgegangen. Jetzt bin ich natürlich wieder bei dem Aufzug. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich wieder hochkomme. So, und jetzt das Ganze nochmal. Und runter. So, jetzt haben wir unsere Kiste. Und die werden wir jetzt auch behalten. Spaß. So, bis dahin, ne?
Habe ich es ja gerade noch so verstanden. Alles in Ordnung. Und hier muss ich mich beeilen. Auch verstanden. Wenn ich jetzt das Schwebeding anmache, kommt jetzt die Kiste. Auch verstanden. Aber mehr verstehe ich einfach nicht. Wahrscheinlich sollte ich nicht gleich nach der Schule einen Part aufnehmen. Wahrscheinlich bin ich da einfach noch zu müde. So, wenn jetzt die Kiste da oben ist, kann ich wahrscheinlich erst recht nichts machen. Weil hier komme ich definitiv nicht hoch. Wie soll denn auch so ein kleiner Knirps da hochkommen, ne? Dagegen drücken bringt auch nichts. Jetzt komme ich mir langsam ein bisschen verarscht vor. Hilfe! Hilfe! Holt mich hier runter! Das finde ich aber cool mit der Treppe. Aber es bringt halt mal nichts. Ich kann nicht mal abspringen, ich kann gar nichts. Oh. Oh, oh. Ich glaube, das war's erstmal mit dem Part und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich hoffentlich weiterkomme. Ja, bis dann. Gruß, euer Schlaflos. Tschüss.